Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, und im Hintergrund habt ihr sie gerade eben sicher schon winken sehen. Unsere Stalkerin Nummer 2. Um die werden wir uns diesmal kümmern. Nicht bekämpfen, wenn ihr tot seid. Es gibt eine dringende Aufgabe für euch. Ich weiß. Wohlan, Kameradin. Ich habe eine dringende Nachricht von der Gildenleitung. Wie lautet die Nachricht? Meldet euch sofort bei mir. Ich habe eine Aufgabe für euch. Sie ist eine Echse, die nur wenig Worte macht. Wo kann ich sie finden? Sie lenkt im Augenblick alles aus der Gildenhalle von Vulkilwacht. Die 8 leiten euch, Kameradin. Hat sie gesagt, was sie wollte? Nein, aber ich habe da eine Idee. In der Halle munkelt man, es gebe einen großen Kontrakt. Einen gewaltigen Kontrakt. Alle werden gebraucht. Sie will wahrscheinlich, dass ihr euch diesem Kampf anschließt. Ja, dann gehen wir mal rein. Ich kann mich noch so einigermaßen daran erinnern, dass wir, als wir hier reingekommen sind, um die Sache mit dem Handwerk zu erledigen, gesagt haben, hier hinten steht noch die Echse von der Gildenleitung. Die Echse von der Gildenleitung, genau. Die Echse von der Kriegergilde. Und dass wir diese allerdings erstmal ignorieren. Die könnt ihr natürlich auch früher ansprechen, wenn ihr das nebenbei machen wollt. Kameradin. Danke, dass ihr so schnell gekommen seid. Wir brauchen euch. Werdet ihr an unserer Seite kämpfen? Was schwebt euch vor? Die Gilde hat einen ungewöhnlichen Kontrakt angenommen. Wir haben uns bereit erklärt, die dädrischen Anker auszumerzen, wenn sie vom Himmel niedergehen. Wo auch immer sie auftauchen, folgen ihnen alsbald Molag Bals Schergen. Was soll ich für euch tun? Zwei meiner Wächter untersuchen gerade den angeblichen Standort eines Ankers. Merik und Elef sind die Besten, die Gilde zu bieten hat. Trefft sie am Strand östlich von Vulkilwacht. Von dort aus geht es weiter. Ich werde das erledigen. Ich weiß, dass ihr den Flusslauf ändern werdet, Kameradin. Sie untersuchen die Küstenlinie am Strand unterhalb des Leuchtturms. Der Kontrakt, den ihr erwähnt habt, wer hat ihn in Auftrag gegeben? Eine mächtige Gönnerin. Sie hasst den Gedanken, dass Monster das Leben der einfachen Leute ruinieren. Unsere Gönnerin ist bereit, auch mit Gold für ihre Prinzipien einzustehen. Und deshalb unterstützen wir ihre Ziele mit unserer Stärke. Erzählt mir von diesen dädrischen Ankern. Sie sind die Tentakel Kalthafens, die sich nach Nirn vortasten. Die Diener Molag Bals errichten dunkle Schreine zu seinen Ehren als Brückenköpfe für diese Schrecken. Dieser Kontrakt bringt viel klingende Münze ein. Und in diesen geplagten Zeiten brauchen wir einen Fokus. Einen Fokus? Ja, die Rolle der Gildenmeisterin ist mir noch neu. Der Tod meines Mentors Jofnir Eisklinge hat die Gilde schwer getroffen. Er war bei der breiten Masse sehr beliebt. Ich hoffe, der Fluss trägt seine Seele an den Ort, an den sie getragen werden wollte. Merkt euch den Namen Jofnir Eisklinge. Der Kontrakt, den ihr erwähnt habt, wer hat ihn in Auftrag gegeben? Eine mächtige Gönnerin. Sie hasst ja, den ja, das Gedanken, haben wir schon. Das Könnt ihr mir mehr über Merik erzählen? Er ist ein stolzer Krieger der Rotwardonen, einer unserer Besten und ein Anhänger Stendars. Meriks vollständiger Titel lautet Entschlossenes Kriegshorn. Er hat geschworen, gegen die Brut des Vergessens zu kämpfen, wo auch immer sie in Tamriel einfallen mag. Und Elif? Wer ist sie? Ein Beweis, dass die Gilde offen für alle ist. Eine Khajiit. Ihre spitze Zunge ist genauso scharf wie ihre krumme Klinge. Wortkarg und manchmal richtig unhöflich. Aber eine gerissene Kämpferin. Ja, den Rest brauchen wir jetzt nicht nochmal anzuhören. Nein, Lyris, im Moment können wir leider nicht. Wir werden uns jetzt mal eben auf zum Strand machen. Allerdings werde ich mal eben ganz kurz einen kleinen Abstecher machen, weil ich habe nämlich, bevor ich die Aufnahme angemacht habe, einen Hinweis erhalten, dass ich wieder was analysieren kann. Und da schaue ich doch jetzt direkt mal nach. 11 Tage, das ist natürlich mit dem Charakter, ne? Da habe ich jetzt auch noch nicht so viele Punkte reingesetzt und nichts dementsprechend lange dauert das dann auch. Deswegen möchte ich dann auch nicht, dass ich das jetzt nachher noch vergesse oder so. Deswegen schaue ich da direkt mal eben nebenbei rein.
Was, wie ich finde, aber auch nicht so schlimm ist, weil für diejenigen unter euch, die das vielleicht noch nicht so gemacht haben oder mitbekommen haben, die können dann natürlich direkt mal eben mitschauen. Im Prinzip sucht man sich nur die Sachen aus, die man verwerten kann und also die man nicht braucht, sag ich mal, und die analysiert man dann. Dabei werden die Sachen verwertet und die Eigenschaften werden eben hört her, Kartenhaie und gelernt. Jetzt habe ich allerdings Stuf oben den Schreiner vergessen. Den mache ich jetzt nochmal eben ganz schnell. Ich weiß, das gehört jetzt nicht zur Quest. Auf den Sommersendinseln hört und da kann man jetzt von halten, was man möchte. Das gebe ich auch zu. Da ist aber nichts drin. Können wir auch nichts verwerten. Okay, super. Dann können wir uns wirklich aufmachen und in Richtung Strand reiten. Das wird jetzt natürlich auch noch einen kleinen Moment dauern. Wisst ihr, wie lange ich nach euch gesucht habe? Das ist mir egal. Ich bin den zweiten Stalker gerade am Abarbeiten. Ich kann jetzt nicht noch einen dritten gebrauchen. So. Das ist ja schlimm. Ich meine, die laufen einen ständig hinterher. Gut, die bleibt jetzt da mittlerweile stehen. Die ist umprogrammiert worden vor einiger Zeit. Aber es ist trotzdem... Oh. Das nehme ich doch gerne, wenn nicht jedes Mal an dieser Stelle das Bild haken würde. Ich weiß nicht, was es ist. Es ist grundsätzlich, wenn ich mit einem Char an diese Stelle laufe, wo jetzt gerade das Rubidit-Erz war. Wo kommst du denn jetzt auf einmal her? Wie lange noch, bis das Echo verstummt? Aha. Das sagt mir jetzt gar nichts. Könnt ihr euch gern durchlesen natürlich, wenn ihr einfach Pause drückt. Beziehungsweise jetzt nochmal zurückspult. Aber ehrlich gesagt, das sagt mir jetzt persönlich gar nichts. So, mit wem muss ich als erstes reden? Stenda sei Dank. Gehört ihr zur Gilde? Sieht alle Farben, hat mich geschickt. Geht es euch gut? So die Göttlichen wollen. Die Würmer haben uns auf dem falschen Fuß erwischt. Aber wir haben ihnen einen hohen Blutzoll abverlangt. Hat Farben euch über den Kontrakt informiert, wonach wir suchen? Ja. Ihr denkt, hier könnte ein Dietricher Anker niedergehen. Ja schon, aber dank uns beiden wird es in nächster Zeit erstmal keinen Anker geben. Ich sollte weiterziehen. Wir haben von einer anderen Zelle nördlich von hier gehört, bei Himmelswacht. Kleiner Tipp, Merrick. Ich weiß, wo die Anker runtergehen und hier wird niemals einer runtergehen. Wohin soll ich? Hier, wenn ihr so freundlich wärt. Elif bleibt bei unserer neuen Freundin. Ihr werdet gemeinsam diese Leichen durchsuchen und nachsehen, ob ihr etwas Erwähnenswertes finden könnt. Es war mir eine Freude, euch zu treffen, meine Kameradin. Ja, Leichen durchsuchen ist doch mein Hobby. Mir war es auch eine Freude, Merrick. Schaut nach der neuen Rekrutin, Elif. Farben würde es hassen, wenn wir noch einen verlieren. Ja, ja, Elif wird das Jungblut bewachen. Entschlossene. So, schauen wir mal direkt in die Richtung. Hört auf, euch einzumischen, Abschaum. Diese rotwardonische Seele wird den Mordwurm wie Vikus antreiben. Es gibt nichts, was ihr dagegen Dunkle tun könnt. Monde. Was war das? Das war eine Dedra. Solltest du schon mal gesehen haben in der Kriegergilde. Diese Vision. Eine Dremora, die über Merrick spricht. Warum würde sie meinen glücklosen Gefährten wollen? Wer war das? Elif hat keine Ahnung, wer sie auch ist. Sie ist keine Freundin der Gilde oder von Merrick. Sie ist hinter meiner Seele her, hat sie gesagt. So scheint es. Diese kann sich den Wert einer solchen Sache nicht vorstellen. Zu glänzend und voller Stolz. Trotzdem müssen wir ihn warnen und die Gilde. Elif wird Merrick nachgehen. Kehrt zu sieht alle Farben zurück. Sagt ihr, was ihr gesehen habt. Geht! Ich breche sofort auf. Kehrt so schnell wie möglich nach Vulkelwach zurück, Kameradin. Sieht alle Farben, muss davon erfahren. Ja, dann halt mich doch nicht ständig auf. Ich habe das schon beim ersten Mal verstanden, dass ich zurück soll. So, das heißt, wir müssen den kompletten Weg bis zur Gildenhalle jetzt erstmal wieder zurücklegen. Ich finde das immer so ein bisschen befremdlich, so nah dran zu sein, wenn man reitet. Ihr könnt das ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet.
ob er lieber so, ja, spielt und reitet und generell. Wisst oder ob er lieber so gesucht habe? Weiter weg seid. Also ich sag mal, das hier ist normalerweise der normale Abstand, den ich habe, wenn ich spiele. Gildenregel. Wenn ihr nicht rennen könnt, könnt ihr nicht mithalten. Nur ich denke mir immer, für euch und für die Aufnahme sieht es schöner aus, wenn ich näher dran bin. Farben. Schon so bald zurück, Kameradin? Merrick und Elif haben diese Kultisten aufgehalten, aber uns ist eine Projektion erschienen, eine Dremora. Eine Vision einer Dremora. Das trübt das Wasser. Die Truppen von Molag Bal müssen mehr wissen, als wir gedacht haben. Was hat sie gesagt? Sie hat über einen Moorturm Vivicus gesprochen. Ich weiß nicht, was das ist. Ich auch nicht, Kameradin. Interessant. Hat sie noch etwas gesagt? Sie sagte, sie würde die Seele eines Rotwardonen nehmen. Sie folgt Merrick. Merrick? Das lässt meine Schuppen austrocknen. Rekrutin, ihr müsst zu ihnen gehen. Elif und Merrick sind kompetent, aber den Daedra kann man nicht trauen. Ihr findet sie bei Himmelswacht. Ich werde hier unsere Truppen versammeln und diesen Vivicus untersuchen. Was immer das ist. Wie will sie denn etwas untersuchen, wo sie gar nicht von weiß, was das ist? Wird erledigt, Gildenmeisterin. Ja, ja. Sagen wir jetzt mal nichts zu. So, wir müssen... Kann ich da sofort importen? Ich bin mir gerade nicht... Ah, nee, mit dem hier habe ich das Haus nicht. Dann müssen wir das Ganze eben über den Wegschrein machen. Hört her, Kartenhaie. Das dauert dann einen Moment länger, aber es tut natürlich trotzdem. Wisst ihr, wie lange ich nach euch gesucht habe? Das ist mir egal. Ich bin ja schon froh, wenn die eine mich nicht mehr stalkt, also die aus der Magiergilde, weil die haben wir ja abgeschlossen. Und wenn wir die dann, also die Kriegergilde auch abgeschlossen haben, kann die mich auch nicht mehr stalken. Und dann kommt noch die aus Frodgard rein. Das ist ja eh, wenn mich nicht alles täuscht. Ich müsste jetzt nochmal auf meiner eigenen Liste nachgucken, ehrlich gesagt. Aber wenn mich nicht alles täuscht, dann wäre das wahrscheinlich sowieso der nächste Ort, wo wir hin müssen. Es war so klar, dass ich die falsche Abbiegung nehme. Oh, wie ich das hasse. Warum kann man denn auch da reinspringen? Ich meine, okay, ausnahmsweise ist es hier mal nicht so verbuggt, dass man dann da, ne, nicht mehr rauskommt. Ich wollte gerade sagen, müsste das nicht hier rechts sein? Willkommen zum Kampf, Kameradin. Krallen raus und vorsichtig sein. Ihr könnt es nicht mit der Macht von Molag Bal aufnehmen. Brennt es nieder! Mach ich. Da kommen noch mehr. Bereitet euch vor. Hört auf, euch einzumischen, Sterbliche. Der Meister hat seine Pläne für den Rotwardonen. Stehe aber plötzlich am Baum. Was war das für eine Stimme? Ihr liefert einen netten kleinen Kampf. Hast du gedacht, aber wir sind noch nicht mit euch fertig. Ach, ihr seid zu spät. Ich habe ihn gefunden. Der Rotwardone gehört mir. Merrick ist irgendeiner anderen Daedra hinterhergejagt. Hinterher. Sie darf ihn nicht erwischen. Ich finde die Animation so klasse. Sie steht da, hat gerade gekämpft, steckt die Waffen weg, ganz cool. Zieht die Waffen wieder raus und bricht voll zusammen. Manche Sachen verstehe ich einfach nicht, aber sie sind immer wieder lustig. Also das muss man ja ganz ehrlich zugeben. So. Ich glaube, das war der letzte. Mein Meister hat Pläne für eure reine Seele, Merrick. Ihr solltet euch geehrt fühlen. Merrick, Kamerad, was ist passiert? Wohin bist du verschwunden? Das Schia, dass so ein Schwächling es mit einem wie Merrick aufnehmen konnte. Wo sind sie hin?
Wie sollte Elif davon wissen? Sie war die ganze Zeit hinter euch. Vielleicht sollten wir auf Sid alle Farben warten. Sie sagte, sie würde die Gilde zusammenrufen. Oh ja, Farben, die heldenhafte Gildenmeisterin. Pfft, wir müssen nicht auf Farben warten. Ihr und Elif seid mehr als schlau genug, um das herauszufinden. Hier gebt ihr diese Gegenstände, die ihr bei den Kultisten gefunden habt. Höre ich da ein wenig Arroganz und Eifersucht? Wer war diese Frau? Wer hat Merrick entführt? Ihr konntet die Dremora aus der Projektion nicht wiedererkennen? Ich denke, ihr Name ist Dushia. Sie ist eigentlich sehr von sich eingenommen. Diese Notiz erwähnt einen Inselturm. Elif fragt sich, ob Buranim gemeint ist. Buranim? Eine alte Eile-Iden-Ruine. Ein Turm auf einer Insel vor der Küste von Himmelswacht. Geht und sucht dort nach Merrick. Elif wird unsere heroische Gildenmeisterin aufsuchen und mehr Klingen holen. Ich werde ihn finden. Möge das Glück euren Schritten folgen, Kameradin. Was ich nur schon komisch finde, gerade hat sie noch gesagt, wir beide finden ihn alleine. Und jetzt sagt sie, ich soll vorgehen und sie wird noch weitere Verstärkungen holen. Was haltet ihr von den anderen Objekten, die ich gefunden habe? Was meint ihr? Das Zahnrad oder das Relikt? Erzählt mir vom Zahnrad. Uralt, von den Dwemern, stellenweise abgenutzt. Dieses Teil wurde in einem ihrer anderen Konstrukte verwendet. Riecht. Irgendwie frisch. Ist schon eine Weile nicht mehr in einer Ruine gewesen. Schade. Hätte vielleicht noch mehr erfahren können. Und was ist mit dem Relikt? Krude gefertigt. Von kleinen Fingern geformt. Von einer Bretonin. Vielleicht einer Waldelfe. Hat die Farbe von Lehm. Aus dieser Region. Also wahrscheinlich doch von einer Waldelfe. Riecht verbrannt nach Zunder. Geformt an einem Ofen mit Holzfeuer oder an einem Brennofen. Was ist eure Geschichte, Elif? Elif geht ihren Weg, wie sie kann, und hilft der Gilde, wie sie kann. Nur eine bescheidene Khajiit, ursprünglich aus der Stadt Düne. Diese hat nur wenig Bedeutung. So, dann werden wir uns jetzt aufmachen und zu dem Turm rüberschwimmen. Das ist immer das, was ich am langweiligsten empfunden hatte bei dieser Story. Weil man muss nämlich erstmal endlos lang hier über das Wasser drüber schwimmen. Übrigens als Agonia, langsam sprechen, ist das gar nicht so schlimm. Mit meiner mal wieder neuen Agonierin. Ich glaube, ich habe schon dreimal eine Agonierin gemacht und zweimal habe ich sie halt eben gelöscht, weil, naja, die halt nicht wirklich sehr positiv ist. Also nicht positiv zu spielen, ist falsch ausgedrückt. Jeder kann natürlich auch das spielen, was er möchte. Aber wenn man Charaktere haben will, die aus denen man alles rausholen will, was Teso halt so bietet, dann ist halt Agonia für nichts wirklich gut. Aber damit ich mein Haus vorstellen kann, habe ich mir jetzt wieder eine erstellt. Kameradin! Wer seid ihr? Ich bin Jofnir Eisklinge, ehemaliger Meister der Kriegergilde. Unterbrecht mich nicht. Wir haben keine Zeit. Dushia hat Merrick mit unter die Insel genommen. Ins Gewölbe. Sie benutzt Merricks Seele, um einen Anker zu beschwören. Warum seid ihr hier? Ich kann es nicht sagen. Meine Zeit wird immer kürzer. Rettet Merrick. Haltet die Daedra auf. Hütet euch vor den Anhängern Molag Bals. Ja, was irgendwie seltsam ist, normalerweise war er am Reden, wenn man hier war, aber er hat wohl keine Lust mehr darauf. Da müssen wir eigentlich rein, aber abgesehen davon, dass hier noch Rubinesche liegt, die ich natürlich nicht liegen lassen sollte. Und es tut mir leid, auch noch Robedit-Erz.
Wenn ihr hier rumlauft, da ist eine kleine Ecke und hier lag eigentlich immer ein Buch. Und jetzt liegt es offenbar nicht mehr hier. Hm. Kann sein, dass sie das geändert haben, aber es kann natürlich auch sein, dass ich das schon gelesen hatte. Sehe ich denn da irgendwo eins? Nee, sehen kann ich auch keins. Auf jeden Fall hat er mal ein Buch gelegen. Jetzt wollte ich das mal euch zeigen und dann ist es nicht mehr da. Das ist wieder so typisch. Na gut. Dann sammeln wir hier vorne noch eben schnell die Sachen ein. Hier liegt noch ein Zettel. Alles über Auridon, Kapitel 4. Könnt ihr gerne durchlesen, wenn ihr möchtet. Und wir gehen dann hier oben rein. Durch den mehr oder weniger versteckten Eingang. So, haben wir hier... Eine reine Seele, Doshia. Enttäuscht mich nicht. Ich glaube, die Stumpen enttäuschen ihn eher. Die können ja gar nichts. So, hier können wir noch eben alles einsammeln. Könnt ihr natürlich auch im Nachhinein machen. Könnt ihr auch komplett sein lassen. Jeden natürlich, wie er möchte. Über den Mortuum Vivicus. Da das jetzt zur Story passt, lese ich das natürlich vor. Seit mir der Plan des dunklen Herrn offenbart wurde, habe ich versucht, mehr über diese Waffe zu erfahren, die ihm so wichtig ist. Historischen Aufzeichnungen zufolge war Mortuum Vivicus ein Geschenk unseres Herrn und Meisters an den unwürdigen König einer längst vergessenen Stadt. Diese unwürdigen Diener standen an der Schwelle zu wahrer Größe. Es ist ihr Pech und ihre ewige Schande, dass die Namen nicht imstande waren, die Narren nicht imstande waren, die einfachen Aufgaben zu erfüllen, die unser Meister ihnen auftrug. Und so entzog er Tamriel den Vivicus. So war er für die Gläubigen verloren. Wenn der Plan des Meisters Früchte trägt, werden genug Seelen für ihn gesammelt werden können. Dann werden die Diener des Herrn der Lügen mächtiger als jeder König und jede Königin. Wahrlich, Tamriel würde brennen im Feuer des Meisters. So, Doshia hieß sie, glaube ich. Ihr seid zu spät, Sterbliche. Seine Seele wird den Mord werde euch auch verschlingen. Nächster. Ihr habt mich enttäuscht, Doshia. Stander, mein Kopf. Sie hatte mich fast. Ich danke euch, Kameradin. Geht es euch gut? Ich muss mich nur kurz erholen. Wäret ihr nicht vorbeigekommen, mir wird es gut gehen, so Stander will. Was hat sie da gebrüllt? Sie würde eure Seele wollen? Ich habe gehört, sie steht mit dem Herrn der Lügen in Verbindung. Molag Bal erntet Seelen für einen dunklen Plan. Er ist besonders an den Seelen der Gläubigen interessiert. Was nun? Kameradin, schnappt euch das Buch und ihre Notizen vom Tisch. Ich habe gesehen, wie sie etwas notiert hat, nachdem sie mit ihrem Meister sprach. Vielleicht erfahren wir so mehr von ihren Plänen und was dieser Mortuum Vivicus ist. Nehmt alles und dann verschwinden wir von hier. So, deswegen habe ich gesagt, das könnt ihr natürlich auch im Nachhinein machen, weil wir müssen jetzt sowieso wieder hier hin. Und jetzt können wir Doshias Tagebuch lesen oder wir können es nicht lesen, weil... Merson Elocham wartet und... Das ist auf jeden Fall nicht Latein, denke ich mir mal. Keine Ahnung. Falls es keine Fantasiesprache ist, wer das übersetzen kann, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Es würde mich echt mal interessieren. Aber ich denke mal, das ist irgendeine Fantasiesprache. Er schon los, okay. Ja, die wir jetzt leider nicht übersetzen können. Aber vielleicht gibt es ja auch irgendwo einen Hinweis,
Das kann natürlich auch sein, was da eigentlich übersetzt drinstehen soll. Wenn dem so ist, einfach in die Kommentare schreiben. Ich freue mich darüber. Farben. Ihr seid die Sonne auf meinen Schuppen, Kameradin. Ihr habt Merrick zu uns zurückgebracht. Er wurde von einer Nekromantin, einer Anhängerin Molag Baals, gefangen genommen. Molag Baal. Möge er in der Glut von 1000 Sonnen schmoren. Das sieht ihm ähnlich, einen Assassinen loszuschicken, um einen edlen Krieger zu töten. Das ist die Waffe eines Feiglings. Sie wollte ihn für etwas mit dem Namen Mortuum Vivicus. Wir haben dieses Tagebuch und einige Notizen gefunden. Schaut, der Mortuum. Was? Und wie? Und ich kann in diesem Gekritzel weder Schwänze noch Schuppen erkennen. Unerheblich. Es wird dauern, dieses Gekrakel zu entziffern, aber wir werden unseren besten Schreiber darauf ansetzen. Gibt es sonst noch etwas, was ich tun könnte? Ihr habt der Gilde heute einen großen Dienst erwiesen, Kameradin. Ich freue mich schon darauf, wieder mit euch zusammen zu kämpfen. Falls uns das Tagebuch irgendetwas verrät, dann sorge ich dafür, dass ihr es erfahrt. Also, ich habe das ja oft gemacht, wobei ich dazu sagen muss, ich habe es auch natürlich immer weggeklickt, weil ich es ja quasi mehr oder weniger schon auswendig kenne von der Story her. Aber das war doch jetzt gerade die Stimme von der Vampir-Lady, die uns zum Vampir gemacht hat, wenn mich nicht alles täuscht. Ist das nachsynchronisiert worden? Daran kann ich mich gar nicht erinnern. Ja, auf jeden Fall haben wir ein kräftigendes Amulett erhalten und eine blaue, wahrlich prächtige Glyphe der Ausdauer. Ich werde flussabwärts nach euch Ausschau halten, Kameradin. Ihr werdet von uns hören, sobald wir das Tagebuch entschlüsselt haben. Kann ich euch ein paar Fragen stellen, Gildenmeisterin? Natürlich. Eine Einsatznachbesprechung, ja? Eine weise Entscheidung. Ich habe ja einen Geist gesehen, auf der Insel. Er behauptete, der vorherige Gildenmeister gewesen zu sein. Jofnir? Seine Reise flussabwärts hat mich an diesen Posten gerufen. Was hat er gesagt? Er hat mir gesagt, wo Merrick war. Er schien in Eile zu sein. Interessant. Ich werde mich mit unseren Schwestern von der Magiergilde in Verbindung setzen, um zu sehen, ob sie dieser Erscheinung nachgehen können. Ich versuche, den wandelnden Toten, soweit ich kann, aus dem Weg zu gehen. Wie lange wird es eurer Meinung nach dauern, das Tagebuch zu entziffern? Hoffentlich nicht lange. Elif hat mir erzählt, dass ihr einige Schmuckstücke bei den Kultisten gefunden habt. Zwischen den Lappalien und den von euch gefundenen Notizen werden wir hoffentlich Ansatzpunkte für die Übersetzung finden. Ja, dann würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. In der nächsten Folge werde ich dann wieder mit euch zur Kriegergilde nach Auridon gehen. Da müssten wir dann auf eine weitere Stalkerin sozusagen treffen. Eine aus der Kriegergilde, die uns hinterherläuft und uns dann zur nächsten Quest führt. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und ich sag mal, bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.